Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal an diesem wunderschönen warmen Donnerstag. Ja, warm ist es allerdings. Ich bin ja nicht so der Hitzetyp. Trotzdem eine spannende Sendung natürlich wieder, die 14. Folge. Wir haben wieder einen interessanten Gast, diesmal einen Unternehmensvertreter. Ein sehr interessantes, in der Branche und auch sonst sehr bekanntes Unternehmen, nämlich die U-Form-Gruppe. Und unser Gast ist heute Cornelius Scheffel. Er ist IT-Geschäftsführer bei U-Form und wird uns heute ein bisschen was zum Unternehmen erzählen. Ja, herzlich willkommen, Herr Scheffel, hier bei uns in der Sendung. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind und würden uns freuen, wenn Sie sich und das Unternehmen U-Form einmal vielleicht kurz unseren Zuschauern vorstellen. Ja, auch herzlich willkommen an alle, die es sehen. Gerne tue ich das. Ich fange frecherweise mit mir selber an, als Mensch. Mein Name ist Cornelius Scheffel. Ich bin der technische Geschäftsführer bei den U-Form Testsystemen und beim U-Form Verlag. Das sind zwei Unternehmen, die zusammen dann die U-Form Gruppe bilden. Und unser Hauptthema ist tatsächlich die Ausbildung. Und zwar nicht nur, weil wir selber 12 und mehr Auszubildende haben, sondern weil wir im Bereich der Ausbildung unterwegs sind, weil wir alles an, sagen wir, Equipment rund um die Akquise von Auszubildenden, also das Recruiting, wie stelle ich Leute ein, und auch um das Bestehen der Ausbildung machen. Das teilt sich etwa so auf, dass der Verlag sich im Wesentlichen um die Prüfungsvorbereitung, wenn ich von hinten anfangen soll, bekümmert. Das heißt, da kann man optimal seine Prüfung vorbereiten, im kaufmännischen Bereich vornehmlich. Und die U-Form-Testsysteme, die sind sozusagen der elektronische Zweig in der Gruppe. Wir machen das Gleiche nochmal im Online-Verfahren, haben aber darüber hinaus noch ein paar mehr Produkte. Das ist im Wesentlichen mal, wenn man jetzt mal sieht, so Ausbildung, Zyklus, erst bewerben, dann lernen, dann bestehen, dann freuen. Dann decken wir die ersten drei Punkte ab. Das mit dem Freuen, das delegieren wir dann. Die ersten drei Punkte, wenn man es so nimmt, sind das Recruiting, das heißt, wir haben ein Bewerbermanagement und das ist unser größter Bereich, wir haben Einstellungstests. Ja, das heißt, wer sich um eine Ausbildung bewirbt, wird zu einer hohen Prozentzahl die Möglichkeit bekommen, einen Test zu machen. Heutzutage häufig dann eben auch einen Online-Test, nicht immer, weil wir sie auch auf Papier anbieten. Wenn das ein Online-Test ist, dann sind so typische Dinge, die da abgefragt werden, etwas, was, ja, Ausbildungseignung feststellt. Was wir damit erreichen wollen, ist ein objektives Bild, was für beide Seiten, das heißt die Unternehmen, die unsere Kunden sind, als auch die Bewerber, die da kommen, ja, eine Win-Win-Situation darstellen sollen, weil es anders als Schulnoten durch den Computer relativ objektiv ist. Also, ne, wer mal eine Deutschinterpretation geschrieben hat, wie ich, ich war nie auf der Wellenlänge meines Lehrers. Ich will da auch kein Bashing jetzt betreiben, aber es geht darum, wirklich objektiv zu sagen, wenn ich Ausbildung machen will, alle haben die gleichen Voraussetzungen und jeder kann sich beweisen und das machen wir mit der Eignungsdiagnostik. So, der zweite Part, bevor Sie zu Ihrer Frage kommen, ne? Der zweite Part ist das Ausbildungsmanagement. Das heißt hier, wenn man dann die Ausbildung begonnen hat, geht es darum, Versetzungsplanung zu machen, Feedbackrunden zu planen, Ausbildungspläne zu verwalten, den Ausbildungsstand festzuhalten und am Ende halt auch Zeugnisse zu erstellen, sowie sich auch eben auf die Prüfung vorzubereiten. Das ist mal ganz grob dieser Teilbereich. Angenommen, wir würden uns vielleicht, sagen wir, in München auf einen Platz stellen und Leute befragen nach der U-Form-Gruppe, könnten wir natürlich Glück haben, dass jemand die U-Form-Gruppe kennt, aber eher unwahrscheinlich so. Trotzdem würde ich behaupten, dass in der Branche man sie sehr gut kennt und sie ein sehr bekanntes Unternehmen sind, wo man könnte fast sagen, sie sind so eine Art Hidden Champion. Ja, ich würde fast so hidden gar nicht sehen, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering. Wenn er oder sie, die Sie da rauspicken, eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, bin ich 100% sicher, dass die den Namen U-Form schon mal gehört haben. Wir werden im Zusammenhang der Prüfungsvorbereitung genannt, sind auf den IHK-Seiten teilweise auch vertreten. Und man kann eigentlich sagen, dass jeder, der eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat, U-Form schon mal gehört hat, vielleicht wieder vergessen hat. Das will ich nicht bestreiten. Aber wir haben auch ganz häufig den Fall auf Messen, wo Menschen kommen, die sagen, ah, U-Form, da habe ich doch eine Prüfung gemacht, obwohl die gar nichts von uns wollen. Aber dass so dieser Erkennungswert tatsächlich da ist, auch wenn das jetzt nicht ist wie
Waschmittel oder so. Also wir sind nicht permanent im Leben vertreten, aber einmal punktuell. Ja, aber an einer wichtigen Stelle, an einer bedeutenden Stelle. Und Sie sagten ja, die Freude nach der bestandenen Ausbildung ist ja auch in der Regel gut. Und wenn die UVM-Gruppe sozusagen dann da teilhaben konnte, ist das eine sympathische Ausstrahlung. Es ist tatsächlich so eine Art Berufung, auch die wir tun. Wir sind ja auch noch im Bereich des Ausbildungsmarketings unterwegs. Also meine Frau hält sehr viele Vorträge. Wie kann ich eine gute Karriereseite aufbauen? Und Do's und Don'ts sozusagen. Und ist da bundesweit unterwegs gewesen, heute eher elektronisch. Von so her ist auch da ein gewisser Bekanntheitsgrad schon da. Ja. Nebenbei, also, wir machen eine der größten doppelperspektivischen Studien. Also wir haben befragt Schüler und angehende Auszubildende auf der einen Seite sowie Ausbildungsbetriebene auf der anderen Seite zu verschiedenen Fragestellungen rund um die Ausbildung. Da waren wir jedes Jahr, haben dieses Jahr etwa 7000 Teilnehmer gehabt. Wow. Und schieben nachher dann die beiden Ergebnisse übereinander, wo echt spannende Ergebnisse rauskommen. Also was denkt der eine, was denkt der andere? Ein Klassiker, wenn ich mal einen verraten darf, der ist aber nicht so geheim. Die einen sagen, ich muss unbedingt TikTok machen. Die Bewerber sagen, hallo, Finger weg, das ist mein privates Medium. Ne? Das sind so Dinge, wo Selbstbild, Fremdbild so auseinanderlaufen. Sowas decken wir in der Studie halt dann noch auf. Mhm. Wow. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie suchen ja Wirtschaftsinformatiker auch immer noch. Das heißt, wer sich jetzt bewerben möchte für das duale Studium und das Unternehmen interessant findet, gleich kommen auch noch ein paar Tipps, was man dabei beachten sollte. Aber in welchem Bereich würden denn Wirtschaftsinformatiker bei Ihnen tätig werden? Also was für Tätigkeiten würden duale Studenten bei Ihnen ausführen? Mhm. Also der Bereich ist sicherlich die der UVM-Testsysteme. Das ist ja unser elektronischer Bereich. Wir haben hier einige Softwareentwickler, die hier auch vor der Tür sitzen, Softwarearchitekten. Wir betreiben ein eigenes Rechenzentrum, weil uns Datenschutz extrem wichtig ist. Und in dieser ganzen Range kann man sich tatsächlich bewegen. Unser letzter dualer Student hat beispielsweise sehr intensiv uns im Thema ISO 27001-Zertifizierung begleitet. Ich würde fast sagen, dass er da einen Löwenanteil beigetragen hat, was für uns super war, aber auch für ihn. Er hat da wahnsinnig viel über Dinge gelernt, die man da nachher wissen muss. Und wir versuchen immer sehr frühzeitig eben unsere Lernenden, ob jetzt Auszubildende oder dual Studierende, auch in das Tagesgeschäft mit einzubinden. Nicht an Tag 1, da braucht man erstmal eine Zeit, um sich zu zetteln, um Grundwissen aufzubauen. Aber sehr, sehr zügig versuchen wir dann, die Menschen in Projekte reinzubringen, die erstmal überschaubar sind und dann in der Zeit immer anspruchsvoller werden können. Und zwar praxisnah, das ist unser Ziel. Sie haben gesagt, Softwareentwicklung. Ich glaube, die Idee, dass man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und von frühmorgens bis spätabends irgendwelchen unverständlichen Code in den Rechner eingibt, ist überkommen. Die Arbeit des Softwareentwicklers, wie könnte man die bei Ihnen beschreiben? Wir haben eigentlich zwei Zweige, die aber bei uns tatsächlich in Personalunion laufen. Das eine ist, wir machen natürlich schon auch eine Form von Standardentwicklung. Ich will nicht sagen, man könnte sich dann Entwickler nehmen, in den Keller sperren, ab und zu eine Pizza nachschieben, so das typische Bild, was man so nimmt. Das ist aber bei uns eher selten, schon deswegen, weil wir ja nun bewusst hier auch in Deutschland produzieren, eben nicht outsourcen und deswegen sehr stark eben auch mit Kundenkontakt arbeiten. Das heißt, ein wesentlicher Teil ist halt auch in Rücksprache mit dem Kunden die Probleme zu verstehen, erstmal zu hören, zu verstehen und dann zu übersetzen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig ist, eine Form von Abstraktionsvermögen. Ich kriege ein konkretes Problem und versuche das in das Gelernte abstrakt zu übersetzen. Das sind ganz häufig die Erfolgreichsten, die im Softwarebereich unterwegs sind, ohne dass man da jetzt permanent die Finger auf der Tastatur haben muss und was programmieren muss. Ich versuche gerade bei Ihnen im Hintergrund schon so ein bisschen von der UVM-Gruppe über das Arbeiten zu sehen, aber da ist so eine typische Schrankwand. Können Sie so ein bisschen berichten, wie können wir uns das Arbeiten bei der UVM-Gruppe vorstellen? Was sind da so wesentliche Besonderheiten? Tatsächlich haben wir quasi vor der Tür nicht so viele Schränkwände, die da rumstehen. Das habe ich jetzt genommen, damit wir hier nicht so viel Störung haben. Wir haben vorne vor Arbeitsinseln. Das ist ein ehemaliges
sag mal, Industriegebäude, in dem früher mal Messer geschliffen wurden, in dem wir hier sitzen. Das haben wir komplett umgestaltet und mit diesen Inseln versuchen wir eben auch Projektarbeit zu unterstützen. Heutzutage eben auch noch in nicht unerheblichen Anteil remote. Das heißt, wir machen so ein zu den Highflyer-Zeiten in Corona sicherlich eher mehr Homeoffice, jetzt momentan fast schon ein hybrides Modell, je nachdem, wie die Situation sich eben darstellt, und haben eigentlich auch alle Mittel, damit man sowas gut abdecken kann. Wenn ich jetzt mir mal überlege, was so Bewerber mitbringen sollten, um bei der UFAM-Gruppe zu arbeiten, also gerade jetzt auch unsere dualen Studenten, was könnten Sie vielleicht für Geheimtipps geben, was Bewerber auf jeden Fall bei Ihnen haben sollten? Ja, voll Bock drauf, ne? Das wäre so mal das zusammengefasst. Ich glaube, das ist mal für mich auch eines der wichtigen Dinge, eine eigene Motivation da auch zu haben, nicht nur sozusagen dahin geprügelt zu sein, weil es der, was ich wäre, Berater, Beraterin gesagt hat. Ich glaube, durch wer sich mal damit auseinandergesetzt hat und eben nicht nur Computerspiele gemacht hat, sondern sich auch mal versucht hat, ein bisschen dahinter zu denken, das sind super Kandidaten. Wir erwarten nicht, dass jemand schon, weiß ich nicht, die letzte Sache ausprogrammiert hat. Das können wir schon beibringen, aber so den Skill dafür, wir nennen das Digital Mindset, also die Neugier, eben Neues zu lernen und das eben auch mit der Fähigkeit, durch Abstraktion sich dem auch zu nähern, das sind die super Voraussetzungen. Mhm. Wer übrigens mehr darüber lernen will, ich kann es direkt mal verraten, wir haben eine Seite, die nennt sich my-uform.de. Da haben wir auch ein Tool drauf, also wer da drauf geht und einen kleinen Moment wartet, da geht so eine Box im Moment auf, in dem man so eine Art Kompetenztest machen kann im Sinne von, ist das was für mich oder was ist was anderes für mich? Und das ist eher spielerisch gemacht. Man hat Szenarien, die man da durchspielt. Macht auch Spaß. Deswegen werbe ich dafür. Gerne mal machen. Wir freuen uns, wenn die Bewerbung dann bei uns ist, aber es ist eigentlich für jeden interessant, der in den Bereich geht. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in der Infobox. Also klickt einfach am besten direkt darauf und probiert es aus. Genau. Ich probiere das auch gleich mal aus. Da bin ich mal gespannt. Nee, das ist aber eher auch mehr, weil dieser Spaßfaktor wirklich dabei ist. Und man kennt ja ganz viele trockene Tests. Ich fand den auch wirklich nett, wie er da jetzt umgesetzt ist. Und von so her, ja, der Spaßfaktor steht da auch mit im Vordergrund. Super. Herr Scheffel, Sie sind auch in Solingen engagiert, nämlich im Hochschulbeirat. Der Hochschulbeirat ist ja ein Gremium, das eingerichtet wurde für den Hochschulstandort Solingen mit der EUFH zusammen. Dort sind Unternehmensvertreter drin, Schulvertreter und die Stadt vor allen Dingen auch und auch das Umland sozusagen. Was ist Ihre Idee? Warum machen Sie mit? Was ist Ihre Motivation dabei? Es sind eigentlich ja schon zwei Schienen, die mich da ein bisschen haben auch mitmachen lassen und leichten Herzens zugesagt haben, als die Anfrage kam. Zum einen, wie gesagt, wir sind im Bereich der Ausbildung unterwegs. Damit liegt es ja schon thematisch relativ nahe. Aber unabhängig davon und eigentlich mehr aus dem privaten Bereich kommt, war ich schon seit vielen Jahren auch an den Solinger Schulen unterwegs. Ich selber bin auf dem Vogelsang gewesen und wir haben da die Berufsberatung gemacht. Und über viele Jahre war mein Part dann eben tatsächlich der Informatiker. Ich habe da jetzt ein bisschen den Platz geräumt. Ich bin ja schon ein Titsch älter, also irgendwann, glaube ich, nimmt man mir das nur noch bedingt ab, dass ich sozusagen da vollkompetent darüber kommen, wenn es Jüngere gibt, die es auch gut gemacht haben. Insofern ist das die richtige Zeit. Trotzdem, das war so der Motivator, da mitzumachen und natürlich auch den Hochschulstandort Solingen mit aufzubauen. Eine total spannende Sache, wie ich finde. Ja, vielen, vielen Dank einerseits für die Mitarbeit im Hochschulbeirat. Ihre Erfahrungen und Kompetenzen helfen uns da sehr. Auch Ihre Kenntnisse über die Interna der Schulen, wie das so abläuft. Und wir wünschen uns sehr, dass viele Studierende natürlich das Studium aufnehmen und mit Begeisterung dann zum Beispiel auch bei Ihnen tätig sind. Na und andererseits auch vielen Dank für die Teilnahme am Interview heute. Sehr gerne. Ich freue mich. Ich freue mich auch um jede Bewerbung und ich freue mich, wenn der Hochschulstandort hier in Solingen durchstartet. Das machen wir. Dass Sie die perfekten Bewerber finden und danke für Ihre Zeit. Danke auch.
Das war es auch schon mit der heutigen Folge Solingen TV. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn dann werdet ihr ja neben unserem wöchentlich wechselnden Gast noch ein weiteres neues Gesicht sehen, Rainer, oder? Ja, in der Tat, Leonie, bleibt. Jetzt kommt noch was Feierliches. Ich möchte mich doch noch ganz herzlich bei dir bedanken für die letzten 14 Folgen, bei denen du hier Solingen TV unterstützt hast. Das war wirklich toll. Ich glaube, alle Studiogäste haben dich sehr gerne gemocht und auch die Zuschauer. Schade, dass du nicht weitermachst, aber du schreibst deine Bachelorarbeit und da muss man sich natürlich voll konzentrieren. Da kann man nicht dauernd irgendwelche Fernsehauftritte machen. Und also ähnlich wie bei berühmten Persönlichkeiten, die gerade das öffentliche Fernsehen verlassen und zu privaten Fernsehsendern abwandern, verschwindest du also auch hier von der Bildfläche. Aber ich kann versprechen, es ist die Bachelorarbeit und nicht irgendein attraktives Angebot von einem privaten Fernsehsender. Ganz genau. Und ich habe ja auch eine würdige Vertretung, die ja auch schon mal hier auf dem Kanal aufgetaucht ist. Das heißt, ja, das Gesicht wird euch auf jeden Fall bekannt vorkommen. Genau. Svenja Ehlers, die schon einmal deine Urlaubsvertretung übernommen hat, wird dann ab nächste Woche dabei sein. Ganz genau. Nächste Woche Donnerstag, wie immer, eine neue Folge um 18 Uhr. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um weiterhin nichts zu verpassen. Und dann würde ich schon mal sagen, viel Erfolg bei den nächsten Sendungen und spätestens zum Start in Solingen bin ich dann auch wieder dabei und schaue mir das Ganze auch noch weiterhin während der Zeit, wo ich nicht da bin, an. Wo finden wir nochmal den Link zu OFORM? Genau, in der Infobox, da kommt ihr auch wie immer zu unseren Stellen, zu den ausgeschriebenen Stellen auf unserer Landingpage. Da könnt ihr einfach direkt auf den Link klicken und euch darüber informieren. Perfekt. Danke dir, Leonie. Gerne. Bis dann. Bis dann.